Willkommen zurück zu Pokémon Bloody Platin und endlich nach Ewigkeiten erreichen wir eine neue Stadt. Wir kommen jetzt nach Herzhofen. Und wer kommt jetzt schon wieder? Ein Haspirohr. Irgendjemanden entlaufen? Oh, hallo. Was für ein Glück, dass du in der Nähe warst. Ohne dich wäre mein Haspirohr, wer weiß, wohin gelaufen. So, Haspirohr, zurück in den Pokéball mit dir. Oh, tschüss, Mann. Ich bin Julia. Ich bin Juror beim Pokémon-Wettbewerb. Besuche mich in der Pokémon-Wettbewerbshalle, damit ich dir angemessen danken kann. Heieiei. Warm hier. Ich bin schon auf dem Weg. So, was steht hier? Route und Route. Was? Wie alt für die Route? 208. Darf ich durch? Nein? Die Wettbewerbe sind interessant. Aber die Ruinen von Trost du auch. Also ich darf hier noch nicht lang. Tut mir leid, aber das Tor ist zurzeit wegen Dreharbeiten geschlossen. Ja, okay. Ich gab meinen Pokémon viele Knospe. Jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir die Wettbewerbe gewinnen werden. Ja, okay. Bereit gereicht, um an diesem Wettbewerb teilnehmen zu können. Okay, wir wollen die Stadt erkunden und manche motzen ja, wenn ich mal eine Stadt erkunden will. Aber Leute, das gehört halt irgendwie dazu und ohne Scheiß, ich weiß nicht wohin, wer eigentlich wichtig ist und wer nicht. Du bist ein Trainer, nicht wahr? Dann hast du hier zwei Herausforderungen, die Arena oder den Wettbewerb. Wie wär's mit beidem? Okay, die Brunnen, die tun gerade das Video langsam machen. Sorry, dafür kann ich nichts. Warm und freundlich. Hallo. Hier sind überall Brunnen, Mann. Oh Mann, alles versperrt. Ich bin mit einem Professor befreundet. Der erzählte mir mal Folgendes. Wenn ein paar Pokémon in der Pension ist, finden sich danach manchmal Eier. Oder so etwas wie Eier zumindest, sowas ähnliches. Ob es Professor Lind wohl gut geht? Er ist immer einer von der ruhigen Sorte und hat nie viel von sich reden gemacht. Ah, der Professor Lind. Das ist der Professor in Johto. Pokémon Gold. Hast du es auch gehört? In der Pokémon-Pension in Trosse wurde ein Ei gefunden. Hast du gehört, dass in Johto manchmal Eier finden? Das ist ziemlich weit weg. Ja, das ist echt weit weg. Ich würde mir echt mal so eine Mega-Pokémon-Generation wünschen, wo wir jede Region bereisen können. Außer Einal. Ich bin den weiten Weg von Höhen hierher gekommen. Ich wollte zur Wettbewerbshalle, aber ich habe mich verlaufen. Zum Glück haben mir die freundlichen Leute hier den Weg gezeigt. Ich war beeindruckt. So viel Hilfsbereit auf einem Fremden gegenüber. Darf ich dir nun zeigen, wo es zur Wettbewerbshalle geht? Gut, bitte folge mir. Okay. Ich werde dir folgen. Ach, hier ist ja einiges los hier. Ich glaube, ich mag die Wettbewerbe überhaupt nicht. Aber ich werde es euch denn echt mal zeigen. Einmal werde ich es euch mal zeigen. Wahrscheinlich in diesem Part oder im nächsten, man wird sehen. Die Arena haben wir ja auch auf jeden Fall noch. Ja, dies ist die Wettbewerbshalle. Bitte tritt ein. Das entscheide hingegen immer noch ich. Damals Pokémon Center und dieser Part läuft echt langsam. Dafür sorry, es liegt an der Stadt. Ich gab mein Pokémon einen Feuerstein und es entwickelte sich. Was denn das? Ist eine Kirsche? Okay, ich bin... ja, Abend, hallo, grüß Gott. Angst und Zweifel empfinden wir, weil wir die Gedanken anderer nicht lesen können. Es ist jedoch unmöglich, die Teile der Welt außerhalb unseres Empfindens zu kontrollieren. Genau. Wenn Menschen und Pokémon sich die Hände reichen, sind alle glücklich. Es bringt uns näher zusammen. Es bringt der Welt Harmonie. Das ist ein Kind. Kinder reden nicht so. Einsamkeit ist ganz alltäglich. Sie verleiht mir Mitleid mit anderen. So freue ich mich auf eine glücklichere Zukunft. Und ich genieße die schönen Erinnerungen der Vergangenheit. Ja, die Zeit heilt viele Wunden. Hier sehe ich meinen Vater und meinen Sohn und mein Leben. Und dort sehe ich die Natur und Pokémon und die Welt. Und was ich sehe, will ich gar nicht sagen. Körper und Geist. Eins sollte nicht stärker sein als das andere. Es bedarf eines Gleichgewichts. Das ist der Schlüssel. Wow. Sachen herauszustellen ist eine Kunst, die den Menschengeist erschöpft. Und wenn der Geist wieder geheilt ist, kehrt auch der Wunsch nach dem Erschaffen zurück. Ein wundervoller Kreislauf. Oh, mein Kreislauf! Setzen sich die Starken zu sehr ein. Kommen die anderen weniger zum Zuge. Wer stark ist, muss sich selbst zügeln. Nur so sind gemeinsames Miteinander und geteilte Verantwortung verantwortlich, möglich. Ah, toll. Pokémon Menschen, es ist ganz normal, dass wir uns voneinander unterscheiden. Beurteile ein Pokémon nie nach seinem Aussehen oder seiner Stärke. Suche nach seinen inneren Werten, seinem Charakter.
nur das zählt. Nein, ich will kämpfen. Haben wir mit allen da drin geredet? Das war jetzt ein bisschen überflüssig. Ja, mit Feuerstein-Lady haben wir schon geredet. Ein Baby. Papa, Mama. Ich bin dein... Okay. Ja, der Kinderwagen wird von Tag zu Tag schwerer. Mit welchem Pokémon sich mein Kind wohl zuerst anfreunden wird? Bisaflora. Okay, wen haben wir da? Knusprei, leckere Knuspe, hereinspaziert. Auch das gehört zum Pokémon-Wettbewerb dazu, diese Knusp-Spezialitäten, eine Art Restaurant. Hallo, ihr könnt Beeren kochen und aus ihnen Knuspe machen. Willst du allein kochen oder mit anderen zusammen? Ich will gar nicht kochen. Ich brauche kein Pokémon, um zu kochen. Kein Pokémon-Spiel, meine ich. Im Wildfeldloop kann ich zusammen mit meinen Pokémon Freunden Knuspe kochen. Hi, hast du schon mal gekocht? Ich erkläre dir immer wieder gerne, wie du luckere. Mann, zu viel Text jetzt auf einmal. Concentration. Am Anfang musst du den weichen Teig sanft rühren, damit er nicht überkocht. Wenn er fester wird, rühre stärker in großen Kreisen. Am Schluss wünschst du dir, dass er lecker wird und rührst noch schneller. Oh, man muss wünschen, dass er lecker wird. Abfalleimer ist leer. Gute Ernährung gibt Menschen und Pokémon Energie und macht sie glücklich. In diesem Punkt unterscheiden wir uns nicht. Ja. Hast du Beeren? Ich hab einen Teddiosa. Für gute Knuspe brauchst du seltene Beeren. Je mehr Köche du hast, desto leckerer werden die Knuspe. Ich verpiesel mich. Darin habe ich nichts verloren. Der Pokémon Supermarkt. Mal sehen, ob wir endlich Superbälle kaufen können. Das würde mich sehr freuen. Aber erstmal die Pappnasen hier. Das alte Beleber könnte ich jetzt gut gebrauchen. Aber ich habe erst 2 Orden, also kann ich es noch nicht kaufen. Ach, das ist klar. Das richtet sich nach den Orden. Ah. Warst du schon mal auf dem Platz der Treue? Es ist so hübsch da. Manchmal findet man dort Accessoires, die man im Pokémon-Supermarkt nicht kaufen kann. Stimmt. Also früher war es doch so, dass es sich gerichtet hat nach dem Markt. What the fuck? Ach so, die Linke verkauft nur was anderes als die Rechte. Oh, wow. Ui. Dann will ich natürlich ruckzuck den nächsten Orden haben. Hier gibt's ja eine Arena, also, ne? Du hast mir geholfen. Was ist das denn? Das ist ein Schleifchen, das ist irgendwas Komisches. Hallo, ich arbeite für Jubelstadt TV. Höre es mit einem schnellen Interview. Ja. Vielen Dank. Lass uns am besten keine Zeit verlieren. Dein Sichlor ist ein sehr liebenswürdiges Pokémon, nicht wahr? Wie denkst du über dein Sichlor? Oh, mein Sichlor ist, Lifestyle. ist ein Brett hier. Ist ein Brett. Fahrrad, Einkaufen, Film, Festival, Foto. Mein Sichlor ist einfach nur Held. Held. Ja, ein Held. Ein Held! Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in einer Sendung ausgestrahlt. Schalte rein, sieh dir an, wie du im Fernsehen rüberkommst. Wow. Wie ich da stehe und dann einblende und dann Held. Knapp, knapp. Hallo? Piep, piep. Warum spreche ich die Pokémon an? Weil ich's kann! Quack, quack. Blondine! Willkommen im Pokémon Fanclub. Oh, dein Sichlor. Es gewöhnt sich an dich. Das ist zumindest mein Eindruck. Was wollen die alle mit meinem Sichlor? Ich hab noch andere Pokémon. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Ich sage mal, wie geht's dir? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ja, das bin ich. Wenn deine Pokémon ich sag mal belohnen willst, was willst du dann tun? Nun, ich sage mal, was mich betrifft. Ich gebe ihr ein leckeres Knurs. Sag mal, machst du Werbung oder was? Warum fragst du? Weil ich damit, ich sage mal, meine Zuneigung zu ihnen ausdrücken kann. Zum Beispiel, wenn ich sag mal, ein Pokémon einen süßen Knurs gebe, gewinnt es deutlich an Anmut. Anderes Beispiel. Ein scharfer Knurs, ich sag mal, schenkt einem Pokémon Coolness. Deswegen sind Knurs, ich sag mal, sehr wichtig und sehr gesund für alle Pokémon. Also dann, ich sag mal, schenkt ihr hiermit diese Knursbox. Viel Vergnügen, sag ich mal. Ich sag mal, danke und ich sag mal, ich hau ab. Ich fülle, ich sag mal, mit vielen Knuspen und verteile sie großzügig an deine Pokémon. Ich sag mal, nein, ich mag das ganze Kram nicht. Also hier Wettbewerbe ganz klaro, clarissimo. Werden wir uns anschauen, auf jeden Fall. Aber, Knuspe zeugt ja, es gibt doch Pokémon, die sich nur mit Knuspe entwickeln, oder? Hat irgendwas damit zu tun gehabt. Leute aus der ganzen Welt schauen bei den Pokémon-Wettbewerben zu. Was soll ich nur tun? Die ganze Welt wird mich sehen. Hallo. Es gibt hier Wettbewerbe. Und wir haben den Platz der Treue. Da Herzhofen von überall her Besucher empfängt, halten wir die Stadt sauber. Löblich. Mein Knilz findet auf dem Platz der Treue immer Beeren und andere Dinge.
Puffer. Oh ja, auch den Platz der Treue. Platz der Treue, hieß es so. Auf jeden Fall kann man da mit seinem Pokémon spazieren gehen. Das wird sehr cool. Aha. Hallo. Schön hier. Dun, dun. Okay, okay, wo bin ich hier? Ich habe etwas, das deine Pokémon halten können. Diesen Seegesang. Wow. Was bewirkt er? Verstärkt Wasserattacken, würde ich schätzen. Upsi, falsche Adresse. Oh, die sind nur noch schlagkaputt, die Kerle. Ein Item zu tragen. Das stellt einige KP des Trainers immer dann wieder her, wenn dieser dem Gegner Schaden zufügt. Es erstellt die KP des Trägers immer dann wieder her, wenn dieser dem Gegner... Wohl? Aber das klingt doch cool. Wenn ich dem Gegner Schaden hinzufüge, krieg ich KP. Gibt's halt mal... Achso, Vibra hat schon was. Gibt's halt mal Shelterra. Warum nicht? Okay, Pipi. Ja, hat viele Pipis. Und da schläft sie. Tolles Schlafzimmer hast du. Riesiger Raum und nur ein Bett. Obwohl, das Einzige, was man braucht. Denn ein gesunder Schlaf ist alles, was der Mensch braucht. Das sag gerade ich, der manchmal bis 4 Uhr nachts am PC hocken bleibt und... Neue Kommentar. Lesen. Noch ein Baby. Hä? Was ist hier los? Wenn ich mein Baby spazieren war, sehe ich die Stadt mit anderen Augen. Mir fallen Treppenstufen und Schlaglöcher auf. Schlaglöcher? Apapapu. Na, da war das andere Baby auch besser hier mit Mama und Papa. Ist das mehr so ein Dummbatz? Mein Kampf war, da habe ich wirklich strapaziert. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn verwendete, als ich mit diesem wirklich faszinierenden Trainer duelliert habe. Dann fragte sie, magst du mich? Ich bin total rot geworden. Mein Gott, was erzählst du mir so ein Kram, ey? Oh, wie geht's, Trainer? Deine Anwesenheit verrät mir, dass du die Arenaleiterin herausfordern willst. Tja, ich möchte keinen Strich durch die Rechnung machen, aber... Es wird nichts werden. Wieso fragst du ganz einfach, sie ist nicht hier? Aber mach dir keine Sorgen. Soweit ich weiß, ist sie in der Wettbewerbshalle. Kommt einfach später wieder. Ich warte in der Zwischenzeit auf dich. Ja, ich dachte schon, das wird hier eine Riesenaktion. Ich sehe Pokémon jeden Tag, aber es gibt bestimmt noch viel mehr. Wie viele es wohl insgesamt gibt? 493 in diesem Spiel. Hallo? Dieser Ort ist wunderschön. Vielleicht sogar zu schön. Menschen, Pokémon und die Natur sind hier im perfekten Einklang. Ich liebe Hartz IV. Nix arbeiten, aber Geld. Ja, welche Accessoires soll ich mein Pokémon nur anziehen? Die Auswahl ist so groß, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Mann, ihr nervt jetzt aber. Ah, da waren wir schon. Mit dem waren wir auch schon. Man nennt mich halt Deko. Niemand kennt meinen wahren Namen. Nein, ich mache ich selbst. Ich suche seltene Items. Das ist mein Leben. Hm? Oh, ich werde das Seltenes für dich finden. Fuck einfach demnächst nochmal. Was ist ein Freak. So. Nach meiner Hochzeit möchte ich gerne in Herzhofen leben. Aber mein Freund scheint es nach Schleide zu ziehen. Oh, was zieht denn? Der Wind. Er zieht. Na, du mit deinem Pachirisu? Hükukuku. Du warst mit meinem Pachirisu auf dem Platz der Treue. Und wächst um eine Pokémon-Feder. Willst du sie vielleicht meinen Pachirisu mehr anmut? Ja. Es wird Zeit, unsere geliebten Begleiter zu heilen. Hallo, hast du eine Knusbox? Ja. Weiß nicht, musst du unbedingt den Pokémon-Fanclub besuchen. Hast du schon den globalen Terminal in Jubelstadt ausprobiert? Er verwendet Nintendo Wi-Fi Connection. Ich kann es mir nicht erklären, aber es ist fantastisch. Sogar als ich mir damals Arceus geholt habe im GameStop, musste man in den Club gehen und da was aktivieren. Ich erinnere mich. Lamina, der Arenaleiterin. Gefallen die Wettbewerbe auch. Diese junge Dame hat eine ungeheure Lust am Leben. Der Arenaleiterin. Entweder der Arenaleiter, obwohl sie weiblich ist, das geht auch. Oder die Arenaleiterin, aber der Arenaleiterin. Nein, das ist kein Klugschwätze. Das ist schon... schon gravierend. Na egal. So, weiter geht's. Die Stadt ist echt riesig. Das ist, glaube ich, echt die größte Stadt in Sinnoh. Ah, du bist ein Trainer. Das heißt, du verwendest Boxen. Du bist also ein Anwender. Oh, was ist das denn? Du schaust so erstaunt. Ja, natürlich, Entschuldigung. Ich rede wieder schneller, als ich denke. Ich heiße Lana. Kennst du die Boxen auf den PCs? Ich bin die Systemadministratorin. Na, Schande. Ich hab gedacht, ich krieg das hin. Ich bin die Systemadministratorin. Hey, sag mal, ich hoffe, ich überrumple dich nicht damit. Aber willst du nicht zufällig ein Pokémon namens Evoli?
Hier bitte. Mehr Pokémon kannst du nicht tragen. Genau an diesem Punkt kommen meine Büchsen ins Spiel. Kann ich das gerade hier benutzen, oder wie sieht's aus? Hier ist ein Laptop. Darf ich? Boah, Kind. Cool, die schenkt uns eine Evoli. Und noch cooler, dass es direkt neben dem Pokémon Center zu Hause ist. Ja, gut. Wir haben eine Evoli. Haben wir wieder was vom Pokédex getan heute. Ich leg einfach mal Celebischen ab. Wir wollen ja Logok wiederholen. Der hat es nämlich als nächstes nötig. Jetzt haben wir nur 5 im Team und holen Evoli. Wenn ich einen Stein hätte, einen Feuerstein oder so, könnte ich natürlich entwickeln. War nicht ein Herzhofen sogar ein großes Kaufhaus? Natürlich will ich Evoli. Dieses Evoli habe ich von einem guten Freund aus Johto erhalten. Er hat ganz viele. Wie viele er über die Jahre wohl aufgezogen hat? Und vielleicht interessiert es dich ja nicht so sehr. Sei bitte lieb zu ihm. Ja, natürlich, beim Züchter kann man jede Menge Evolis züchten. Das hat man damals natürlich auch gerne gemacht. Danke, Lana. Jetzt heißt es auch nicht mehr jemandes PC. Das heißt auch nicht Bills PC. Nein, das müsste jetzt Lanas PC sein. Können wir doch direkt mal gucken. Und Evoli wieder ablegen. Level 20, gar nicht so übel, gar nicht so übel. Wobei wir in letzter Zeit natürlich sehr viel stärkere Pokémon gefangen haben. Man denke nur mal hier, Gravums, Level 57, Snibuna 58. Was für Viecher, ey. Was für Viecher. Hier, Logok. Du bist's. Komm zurück. Schön. Wir haben schon 17 Minuten ungefähr fast vorbei. Aber trotzdem gibt es noch viel zu erkunden. Ne? Zum Beispiel dieses Haus. Gott, hier ist schon wieder was los. Ein Shiny Pikachu? Oder was? Pikapi? Ist ja noch dümmer als die beiden Babys zuvor. Wenn ich groß bin, möchte ich Pokémon-Koordinator werden. Babys und Pokémon kommen wunderbar miteinander aus. Wenn das Baby schläft, legt sich auch das Pokémon daneben und schläft auch. Nee, langsam kann ich die Frauenstimme nicht mehr machen. Hey, ich wette schon mit Lobte. Ah, du bist also ein Trainer. Da hast du bestimmt eine enge Bindung zu deinem Pokémon. Du weißt, dass man viel Neues entdeckt, wenn man mit Pokémon unterwegs ist. Ja. Wenn ich groß bin, will ich auch ein Trainer werden. Mit so einem Radfratz Level 2 und meint dann, mich herausfordern zu müssen. Oh, wow. Du bist ein Pokémon-Trainer. Pokémon um sich zu haben, bedeutet viele Verantwortung zu übernehmen. Aber man hat doch viel Spaß und Freude mit ihnen, nicht wahr? Was machst du mit deinem Pokémon abends? Meine Schwestern machen sich so viel Lärm, dass mich gar keiner bemerkt. Nee, ich komme mit dem Witz mal schlecht. Nee. Nein. Ja, aber ich habe dich bemerkt, mein Freund, und ich habe dich angesprochen. Du hattest keine Info für mich parat. Und hier wohnen die Eltern. Herzhofen sei kinderfreundlich, sagen manche. Aber das stimmt nicht ganz. Herzhofen ist freundlich zu Kindern, zu Erwachsenen und zu Pokémon. Wow. Tiefgründig. All meine Enkel wollen ein eigenes Pokémon. Das will nicht einfach werden, aber es hebt in jedem Fall die Stimmung. Es gibt Leute, die zu anderen freundlich sind, wenn man sie ebenso behandelt. Ich verstehe nicht, was daran schlecht sein soll. Na, in diesem Haus gibt es keine Treppen. Das ist doch schöner. Ohne Treppen können sich die kleinen Pokémon viel freier bewegen. Ja, und die Kinder kriegen Thrombose. So viel dazu. Achso, für die Rollstühle der alten Herrschaften da oben. Mhm. Dünn. Bescheuert. Als gibt es irgendwelche Häuser, die absolut immer einen Fahrstuhl drin haben. Das ist doch total unrealistisch, Mann. So, haben wir mit der schon geredet da? Hallo? Ja, da haben wir schon, da war die Arena. Im Turm der Ruhenden können Leute ihren Schmerz freien Lauf lassen. Da waren wir schon drin. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn du ihn mal an der Route 209 besuchst. Okay, das war er nicht. Ich meinte die Kirche da. Jetzt gibt's die Wettbewerbe, aber ich glaube, ich will zunächst mal in den Park. Platz der Treue, Osttor. Geh mit deinen Pokémon spazieren. Ich nehme, glaube ich, lieber das andere Tor, weil das ist mir mehr so der Ausgang. Also einfach so. Ja, so bin ich halt. Ne? Also bist ja noch ein Ninja, hallo?
30 Jahre habe ich einsam in den Bergen gelebt. Ich habe einen Tanz erfunden, mit dem ich den Wettbewerb gewinnen werde. Oh Mann. Also, wir können loslegen. Ja, welches Puppen soll mich denn begleiten? Schildterra sieht bestimmt lustig aus. Los geht's. Hallo? Schon wieder ein shiny Pikachu. Meinem Pikachu gefällt es mal, den Pokéball zu verlassen und einen Spaziergang zu machen. Das sehe ich daran, dass seine Wangen ganz freudig zucken. Darf ich? Oh. Ich dachte, ich muss irgendwie bezahlen oder so. Hallo? Lady? Auf dem Platz der Treue kannst du mit den anmutigen Pokémon spazieren gehen. Und mit meinen anderen. Mit Smogon und so. Ach, hier muss ich. Okay. Auf dem Platz der Treue kannst du mit deinen anmutigen Pokémon spazieren gehen. Wie schon erwähnt. Nun, möchtest du mit deinem Shelterra spazieren gehen? Ja. Genieß die Zeit zu zweit. Viel Vergnügen. FF, viel Vergnügen. Hallo Shelterra, na, wie geht's? Ja, das gab's zuerst in Pokémon Gelb mit Pikachu, habe ich ja jetzt Blade und... Das ist ein Pokémon Soul, Silver und Hardgold absolut normal. Das ist Pokémon einem Volk an erster Stelle. Was auch ganz cool ist, ne, Chilterra? Chilterra, geht zufrieden. Sag mal, sieht der Park anders aus in Platin als bei den anderen Generationen? Oder bilde ich mir das ein? GM Geheimpower liegt einfach so auf der höchsten Erhöhung des Parks. Mitten in der Mitte, ja, natürlich. Nee, die Pikachu sehen alle so aus. Oh, ich kann's grad glauben, ich bin so glücklich mit meinem Pikachu. Wenn ich auch gehe, mein Pikachu folgt mir ohne Zögern. Ja, wir zwei beiden, juhu. Es hat ja keine Wahl. Chilterra schaut aus irgendeinem Grund am Boden. Liegen da Leichen oder was? Man weiß es nicht. In jedem dieser Häuser werden wir auch vorbeischauen. Führt uns nämlich, teleportiert uns. An eine andere Stelle. TM Anziehung. Denn. Schön. Und weiter geht's. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wo bin ich denn? Ah, okay, da bin ich reingegangen. Alles klar. Ich habe für einen kurzen Moment die Orientierung verloren. Da sind wir rausgekommen. Auch schön. Vielleicht hat Shelterra jetzt etwas für uns. Oh, Shelterra hält etwas. Einen Zackenfels. Was zum Geier? Ach, Modekoffer. Werden wir im nächsten Part dann sehen. Hallo. Diese Ruinen stammen aus einer längst vergangenen Zeit. Du hast einen Triftleon, ist cool. Flohn. Aber man kommt doch irgendwie da oben hin. Aber wie? Da gab's Wege und Mittel, aber es sind doch mal welche. Hä? Wie war denn das? Wie kommt man denn da hin? Es ruckelt jetzt schon ein bisschen. I'm sorry for that. Old chap. Hä? Irgendwie muss man da doch hochkommen. Ich weiß es aber nicht mehr, du. Hä? Es gibt kein... Ich weiß nicht wie. Es ist sehr mysteriös, sehr mysteriös. Aber lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, normal. Denn scheinbar ist der andere Eingang. Das war definitiv auf Gold, auf Diamant und Perl anders. Bin ich recht überzeugt, dass es auf den anderen Editionen anders war, weil irgendwie. Damals konnte man das, meines Wissens, waren das verbunden. Also, wenn ich mich nicht komplett täusche, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob im Platin der Park anders aussieht. Ich denke mal schon, ja. Aha, hallo ihr. Hallo, ich arbeite für Jubelsch TV. Noch ein Interview, ich hatte doch schon erst eins gehabt. Hey. Wie hat dir denn dein Spaziergang mit Chilterra gefallen? Und wie geht's dir im Moment? Gefühle. Anmut, Bedauern, Freude, gelangweilt, geschickt, Gefahr, gesund, glücklich, gut. Hoffnung, ich hab die Hoffnung, okay? Danke, dass du die Zeit für uns genommen hast. Dieses Interview wird bald in der Sendung ausgestrahlt. Ja. Hallo? Ich bin erschüttert. Sie haben meine Pokémon gar nicht akzeptiert. Armes Garados und Stalus, das ist so diskriminierend. Hey, Garados ist schon cool. Nur er vertrocknet halt, ne? Das ist uncool.
Jupp, wie wir sehen, kommen wir da an einer anderen Stelle raus. Nein, ich will jemand anders. Nehmen wir diesmal... No, was ist das denn? Muss ich hier hingehen, um meine Pokémon zu wechseln, oder was? Vibrava, Sichlor, Lucario. Wollen wir mit Electek spazieren gehen? Ah, gut. Nehmen wir diesmal Electek. So. Kostet das was? Ja? Warum verlangen die kein Geld? Hey, warum hat der schon wieder Schildterra genommen? Hä? What the F? Nach welchen Kriterien geht das denn? Ich hab gedacht, na egal, dann halt nicht. Sprich mit deinen Pokémon. Manchmal findest du sogar Items. Ich nehme das Item vom Pipi ab. Pipi hat etwas Glänzendes in seinen Händen. Ich schnapp's mir. So, erstmal ohne in die Ruinen zu gehen, hol ich mir dieses Item. Münzamulett, Moment mal. Moment mal. Münzamulett gibt doch mehr Kohle. Ah, müssen wir dann machen, wenn wir rausgehen. Wo führt uns das hin? Wieder an den Anfang. Das ist uncool. Das ist uncool. Wie viele können wir denn betreten? Ich glaub's ja nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Ich werde noch total blam. Vielleicht, wenn wir hier reingehen, kommen wir woanders raus. Wie wär's? Glaube ich zwar nicht, es wäre unwahrscheinlich. Hä? Ich verstehe irgendwas nicht. Wie komme ich da hoch zu dem Vonera und... Wie komme ich zu den anderen und so? Und da war noch ein... Ach, da kann ich auch rein? Nee. Nö. What the fuck? Moment. Mir muss doch irgendeine Lücke auffallen. Wir können auch nirgends Kraxler machen oder so? Das wäre eine Erklärung gewesen. Ach so. Genau. Ich komme mit meinen Vonera jeden Tag hierher. Hier kann es laufen und spielen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Ach so war das. Ich denk schon. Gehen wir halt mal nach links. Ja, da ist nicht so viel. Obwohl, hier könnte bestimmt ein verstecktes Item liegen. Moment. Da haben wir gleich die ganze Sache erkundet. Ja, wirklich viel. Jetzt bin ich einfach gerade ausgelaufen. Nach links? Komme ich beim Item raus? Nee. Nahezu verwirrend. Und nun? Nee. Hä? Bin ich doof oder so? Moment. Oh, bei dem waren wir noch nicht, hallo? Hallo, schön dich zu sehen. Du weißt gar nicht, wie sehr ich diesen Park liebe. Da halte ich ihn immer sauber. Und ich so aufräumen ist gar nicht so schlimm. Man findet eine Menge tolle Items. Das macht so richtig Spaß. Oh, ich weiß was. Hast du schon von dem Item Markusbeere geholt? Davon habe ich ein paar gefunden. Hast du Interesse? 5 Stück davon? Ja, dann sag ich danke. Na, jetzt mal schauen. Irgendwo weiter können, da liegt nämlich noch ein Item. Werde ich halt hier nach links gehen. Und? Ja, ja. Moment, zurück. Das müssen wir dann noch bei dem anderen Dings probieren. Im anderen Park nochmal. Vielleicht ergeben sich dann diese Möglichkeiten. Nee, hier können wir definitiv nichts rütteln und schütteln. Oder ich bin zu doof dafür. Das kann natürlich auch sein. Also ganz kurz, gehen wir nochmal in den anderen Park. Jo. Ja, natürlich. Das war super. Und weiter geht's im Text. Also wieder nach links. Und es war definitiv anders. In Diamant. Es war nicht so verwurstelt, wie es jetzt hier rüberkommt. Okay. Du. Und dann werden wir im nächsten Part die Wettbewerbe machen und wahrscheinlich auch schon die Arena. Weil Wettbewerb, das dauert nicht so lange, wir gucken uns das halt mal an, wie es funktioniert, aber dann war es auch schon, ne?
Warum immer Chelterra? Der Starter einfach. Ach so, logisch. Es ist logisch. Die haben ja nicht einfach nur... Die haben nicht jedes Pokémon einprogrammiert, schätze ich mal. Einfach nur die Starter wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja. So, gib mir nochmal so eine uralte Hütte. Wo war denn eine hier? Oben links war nämlich etwas. Oder die hier? Oder meine ich die sogar? So, ich gehe nach rechts. Achtung! Und was geschieht? Wo landen? Pff. Och nö, die sind einfach so verknüpft, oder wie? So ohne Secret? Nö, das ist okay, so langweilig. Das finde ich aber nicht schön. Nö. Gut, dann informiere ich mich, wie man an das Item kommt. Und Leute, weiter geht's im nächsten Part, wie gesagt, mit Wettbewerben, Arena und vieles mehr. Also Leute, freut euch drauf. Bis dann und ciao.